Nee, das mache ich später. Eigentlich, oh Mann, ich müsste jetzt warten, bis das auch weg ist. Durch ist. Wobei ich könnte in der Zwischenzeit. Oh, ich muss die Schaufel reparieren. Ich muss die Schaufel reparieren. Mache ich das zuerst? Ich repariere die Schaufel. Und dann werde ich mit der Steinschaufel aber nochmal auf Lehmsuche, auf Tonsuche. Wobei, ich habe ja noch welches. Ah, ich habe ja noch welchen. Den könnte ich abbauen. Aber jetzt erstmal die Schaufel reparieren. So. Das hatte richtig Überlängenaufnahme. Ich nehme schon seit über 3 Stunden auf. Bei vier Nicht Stunden. schlecht. Ja, bei 4 Stunden muss ich aber aufhören, weil sonst ist meine Festplatte zu voll. Oh. Ja. Also nach 4 Stunden ist aufhören ein Muss. Zumindest bei Minecraft. Bei Morrowind könnte ich 5 Stunden aufnehmen. Bei Witcher könnte ich theoretisch sogar noch länger aufnehmen. Ja, auch 5 Stunden, weil ich muss das ja dann auf meinen PC rüber kopieren. Also auch 5 Stunden könnte ich da aufnehmen. Ja, was habe ich noch? LOL. LOL könnte ich 4 bis 5 Folgen aufnehmen. Okay. So, habe ich das. So. So, 32 mal 4. Das wären 2 Stacks. Eigentlich 16 Stück müssten jetzt dann ein ganzes Stack sein. Ich habe die Schaufel nicht, aber egal, dann breite ich das hier mal aus. So, und hol die Steinschaufel. Da ist sie. Weißt du, wie man sich unendlich viel Ton machen könnte? Mit Ton? Silktouch abbauen und dann zäckseln und nochmal mit. Nee, was? Nee. Du machst folgendes: Du baust 4 St von allen Tonen, den du hast, nimmst du also den Gegenstand jetzt, nicht den Block. Nimmst du alles und machst sie mit 4 Stück jeweils zu Tonblöcke. Die platzierst du dann und baust diese mit einer Glücksspitzhacke ab. Da kriegst du dann mehr raus. Okay. Denke ich zumindest. Ach, das war jetzt die Hälfte. Oh Mann. Oh, jetzt müsste ich eigentlich das gleiche nochmal machen. Ja. Möchte ich aber nicht. Eigentlich wollte ich jetzt nur noch das schnell fertig bauen. Ich könnte mal nachsehen, ob ich. Nein, Treppen habe ich nicht. Habe ich noch gar nichts gebaut damit. Brauche ich aber dann 2 Treppen und der Rest normaler Steinziegel. Oh. Das hat Mami. Ja, ich dachte mir auch gerade. Oh, das ist so unglaublich wunderschön, das Lied. Vor allem mit dem Ja. Video. Ja. Oh. Oh, ich habe Apfel. Ich habe 2 Stacks Apfel. Oh mein Gott. Ja, was glaubst du, wie lange ich dafür gebraucht habe, um die zu sammeln? Lang. 1000 Folgen? Okay. Fast zumindest. Hast du schon das neue Musikvideo von Riot Games gesehen? Das mit den, mein Gott, wie heißt das da, irgendwas? Mit den Sternenwächtern, genau. Das ist ziemlich cool. Ich finde das Also, auch das haben richtig sie cool. echt Das gut gemacht. ist richtig im Anime-Stil, ist das. Das gefällt mir. Ich sofort nach dem Video auf YouTube Kommentar. That is so unbelievable awesome. Please make more videos like this.
Da habe ich sofort drunter geschrieben. Mit Ausrufezeichen. Na, ich finde es auch total gut animiert. Ja, also. Und vor allem nur durch dieses Video merkt man eigentlich schon die ganze Story, die dahinter steckt. Finde ich ziemlich cool. Finde ich auch toll. Aber Riot Games gibt sich so unglaublich viel Mühe mit ihren Sachen. Get Jinx war auch ein tolles Musikvideo. Mit Animationsvideos, also mit den Cinematics. Wie zum Beispiel A New Dawn heißt es, glaube ich. So unglaublich, was die alles auf die Reihe machen. Und gut, sie haben ihren Shop, wo man für Geld was kaufen kann. Aber alles kostenlos. Das Spiel kostenlos. Die Videos kostenlos. Support, Forum, alles kostenlos. Das ist unglaublich. Und dann in seiner unglaublich hohen Qualität. Also ich kenne, ganz ehrlich, ich kenne keine andere Firma, die solch hohe Qualität hat, also Spieleentwickler, die solch hohe Qualität haben und dennoch alles kostenlos anbieten mit einem Shop, bei dem man kaufen kann, aber nicht muss. Und fast sämtliche Inhalte, also fast, es gibt einzelne Inhalte, und das finde ich richtig blöd, bei dem man nicht kostenlos kriegen kann, aber fast alles kostenlos kriegen kann. Was kann man nicht kostenlos kriegen? Skins? Die Skins meinst du? Skins, ja, Augenskins, Champion-Skins, und ich glaube, das war's. Ja, aber... Ja... Das ist jetzt. Das ist kein Muss, also das ist ganz ehrlich ein Luxus, den man sich leisten kann und nicht muss. Genau. Die Champions und alles kann man auch spielen. Auge hat man auch an sich, also das ist dann auch wieder verständlich, dass die doch Bezahlung sind. Also, wobei ich es schade finde. Aber naja. Ja, irgendwie müssen wobei, sie. Wobei. Halt nee, Moment, Moment. Es ist alles kostenlos. Denn durch die Hextech-Werkstatt kannst du alles kriegen: auch Skins und Augenskins. Kriegst du alles kostenlos? Es ist alles kostenlos! Wirklich alles! Du musst nicht ein einziges Mal Geld hergeben! Du kannst dir alles erspielen! Theoretisch, ja. Das ist so du kannst alles erspielen! Es ist alles kostenlos! Nichts ein Muss! Du kannst Geld ausgeben, muss es nicht! Und deswegen, trotzdem, haben sie so unglaublich hohen Standards! Das ist unglaublich, das ist voll geil. Also sie bieten halt trotzdem, was ich auch total verständlich finde, sie bieten halt die Möglichkeit an, dass man halt was zahlt. Damit kann man halt zum Beispiel auch die Entwickler unterstützen, weil wie sollen sie sonst die ganzen Programmierer und so weiter bezahlen? Also die App, ganz ehrlich, die Messenger-App von LOL, LOL Friends, die ist auch komplett kostenlos. Oh. Ja? Alles, was sie machen, ist vollkommen kostenlos. Gut, man muss aber auch sagen, sie haben nur ein einziges Spiel. Ja. Also ich wüsste gar nicht, dass sie ein zweites Spiel haben. Weiß ich gerade gar nicht, Riot Games. Wenn ich jetzt dann gleich nochmal warten muss auf neuen Ziegel, dann schaue ich mal nach. Ich glaube, es ist alles kostenlos. Also, Riot Games an sich. Ja, League of Legends. Nur League of Legends, oder? Also, so viel ich jetzt gesehen habe. Finde ich aber wirklich cool, was die machen. Ja, cool ist es definitiv. Hast du eventuell zwei Glowstones für mich? Die ich ertauschen kann. Warte mal. Muss ich kurz sagen, es ist tatsächlich. Der Ziegel ist tatsächlich auf das Stück genau ausgegangen. Gut, ich habe jetzt noch zwei Treppen übrig, aber egal. So, das müsste jetzt eigentlich passen. So, jetzt brauche ich noch drei Schilder und ein Eimer Wasser. Was wolltest du? Zwei Glowstones? Ja. Was bietest du an? Du hast Tauschen gesagt. Was möchtest du?
Kommt drauf an, ich kann alles brauchen. Je nachdem, was du mir anbietest, ändert sich halt die Stückanzahl. Ich brauche eh bloß zwei. Ich habe viel. Was brauchst du momentan? Im Moment brauche ich drei Schilder und ein Eimer Wasser, die ich aber habe. Oh. Brauchst du noch irgendwas? Im Moment nicht, nein. Ich habe auch Clearstone. Was hast du? Sticks. Stein gebrannten. Ich okay, hätte auch... Gebrannten Stein? Nee, den brauche ich nicht, den habe ich selber zuhauf. Ich habe Knochenblöcke. Knochenblöcke? Was soll die denn? Ja, aber den kann ich mir selber auch machen. Ich habe einen Schleimblock. Einen Schleimblock würde ich akzeptieren. Für wie viel? Warte mal, wo habe ich überhaupt meinen Glowstone? Da. 1, 2, 3, 4. Weil da muss ich nämlich nicht. Mach mal ein Angebot. Für 8, also 8 Glowstone Staub gebe ich dir, das sind 2 Blöcke. Wie viel Schleim würdest du mir dafür geben? Ich habe leider einen Block, aber ich habe noch 8. Nee, 6 Slime Balls. Ich kann gerade unendlich lange essen. Ich habe auch noch 8 Leben. Und 26 Ziegel. Ich konnte gerade unendlich lange essen. Okay. Bis ich sie abgebrochen habe. Mach ein Angebot, wie viele Schleimbälle du mir geben würdest für 8 Glowstone. Keine Ahnung. Mach mir ein Angebot. Brauch Schleim nicht. Aber du brauchst ihn. Ich brauche ihn im Moment auch nicht, aber ich habe ihn gerne. Keine Ahnung. Und ich habe weniger davon als Glowstone, also ist das seltener. Willst du einen Schleimblock? Ja. Ja, okay. Gut. Ja. Sind 9 Schleimbälle? Ja, nehme ich. Okay. Ja. Yay! So, ich muss mir irgendwann mal ein paar Preise überlegen oder sowas. Ein Eimer Wasser brauche ich noch. Andersrum. Muss ich mir wirklich mal überlegen, was wert ist. Ein Grunditem als Preis, zum Beispiel Erde oder Stein oder sowas. Holz. Oder Holz? Der ist Rohstoff. Hm. Hui! Und dann. Hallo? Hm? Ich bin hinter dir. Achso. Ja. Okay, warte, ich komme. Und hinten kommt auch ein Zombie. Ach, oh, der ist doch weit weg. So, hier, 8 Glowstone Staub. Dankeschön. Ich sage auch danke. Oh, endlich kriege ich jetzt einen Teil von meinem Keller fertig. Oh. Hallo, Zombie. Hä? Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühlt sich das komisch an mit... Oh, da unten ist der. Ich habe gerade geschossen, ein Pfeil, und er hat die Spinne nicht ganz erreicht. Dann bin ich im Millimeter, ja gut, vielleicht ein bisschen nach oben, nicht viel, aber ein bisschen. Und plötzlich ist der Meilen über die Spinne hinweg. Dann bin ich wieder ein bisschen runter und habe die Spinne wieder knapp nicht erreicht. Okay. Aua. Könnte auch sein, dass die Pfeile Flamme kriegen, wenn man selbst brennt. Okay. Ey. Blöde Spinne. Aua. Ne, meine Rüstung geht's noch. Okay. So. Ich hoffe, ich mache das so richtig. Muss ich gleich mal testen. Ich sehe hier plötzlich überall Zombies. Die wollen alle zur Öffnung kommen. Die Türe muss auch kommen. Wohin?
zum Stadtplatz. Zum Platz. Marktplatz ist es ja jetzt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich werde es jetzt testen. Einen Moment. Ich will nur nicht zu viel mitnehmen, bevor ich sterbe. Funktioniert nicht ganz. Es funktioniert nicht ganz. Ich habe da noch irgendwo einen Fehler drin. Ah, ich weiß den Fehler. Wie kriege ich den denn am besten hin? Naja. Benennen kann ich es ja schon mal. So. Das ist jetzt die AFK-Lounge. Was ist AFK-Lounge? Ja. Oh Gott. Auf mich wird geschossen. Funktioniert nur leider nicht ganz richtig. Ich glaube, der hier gehört eins weiter nach vorne. Das heißt, ich brauche doch noch ein Steinziegel. Wird immer noch auf. Bist du verfolgt? Ich weiß es nicht, kann sein. Schau mal, was ich hier gebaut habe. Hey, was zur Hölle? Licht braucht es noch. Wohin geht es? Hui! Tschüss! Hier, oh. Da ist der Fehler, da musst du dich leider noch ein bisschen selbst bewegen. Den werde ich gleich noch ausbessern. Aber ansonsten ist das eine AFK-Lounge. Da wirst du dann einfach die ganze Zeit im Kreis herumgeschüttet. So, ich muss den Fehler mal kurz ausbessern. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das leider nicht ganz genau angesehen. Das ist gut. Du hast Müll, wirf ihn nicht weg. Schenk ihn Winder. Ja! Weil der Gringo hat doch letztens, als er das letzte Mal da war, oder das vorletzte Mal oder so, hat er doch lauter Sachen in den Fluss geworfen. Aber er hätte sie auch mir schenken können. Und du wirst ja auch öfter Sachen in deinen Teich. Ich hab. Zumindest habe ich dich mindestens einmal damit gesehen. Lava. Ja, Lava ist doch wurscht. Wie zum Beispiel Cobblestone. So, jetzt habe ich nochmal 14 Stück. Da hat sich gerade ein Hase fast selbst getötet. Hier sind lauter Hasen. Das sind Kaninchen. Die sind ja alle aus dem Gehege entsprungen. Und die ganzen Hühner, die hier drum sind, die habe ich in meinem Haus gespawnt. Und die wurden dann alle diesen Bach runtergetrieben. Ist ja cool, weil Tiere spawnen nicht, wenn eine bestimmte Anzahl an Tieren bereits da ist. Und dadurch, dass wir da hinten das Gehege haben, spawnen hier in der Nähe keine Tiere. So ist es schön, wenn ab und zu mal welche kommen und die Landschaft an sich ein bisschen bevölkern. So. Absolut, ich habe mich gerade an was erinnert, was ich machen wollte. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Das hat nicht funktioniert. Das auch nicht. Waren es keine Treppen, sondern Stufen?